For my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. And for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. Was geht, meine Freunde? Kobe Bjorn ist am Start. Heute mit einer Reaction auf den Blowout der Chicago Bulls gegen die Los Angeles Lakers. Sehr, sehr starke Performances von Lonzo Ball, von DeMar DeRozan und von Zach LaVine. Die Lakers weiterhin leider ohne LeBron James, dafür aber mit Anthony Davis, mit Talen Horton-Tucker, mit Melo in der Startformation. Ich mache mir weiterhin jetzt nicht die größten Sorgen um die Lakers, einfach weil sie ein altes Team sind, ein neu zusammengestelltes Team. Und da kann es passieren, dass in der Regular Season öfter mal Probleme auftreten. Deswegen will ich jetzt gar nicht überreagieren, sondern ich habe einfach Lust auf das Spiel und ich habe halt gesehen, dass bei den Bulls sehr, sehr gute Performances geliefert wurden. Und weil es eben drei dieser Performances waren, dachte ich mir, bevor ich jetzt drei einzelne Reactions mache, gehen wir ausnahmsweise in die Game Highlights komplett rein. Okay, also Lakers Lineup, THT, Carmelo, Anthony Davis, Avery Bradley und Westbrook. Und bei den Bulls haben wir Caruso, DeRozan, Tony Bradley, Zach LaVine und Lonzo Ball. Tony Bradley drin für Vucevic wegen Covid. Vucevic ist im Covid-Protokoll leider. So. THT hatte auch ein gutes Game. 28 Punkte, glaube ich. Aber ich bin vor allem auf die Bulls gespannt, die hier eigentlich vor allem das dritte Viertel dann krass dominieren sollten. Oh, Back-to-Back-Dreier für LaVine. Der wäre hart gewesen. Oh, stark von THT. Das ist ein geiles Oldschool-Duell. Oldschool in Anführungszeichen, aber Carmelo gegen DeRozan. Zoe hatte 7 Dreier in dem Game. Mehr als die Lakers. Die Lakers haben 6 von 32 geschossen. Das ist crazy. Und Westbrook war eigentlich okay aus dem Feld, glaube ich, hatte aber 0 von 6 Dreiern. Und das ist bitter, weil er in den letzten paar Spielen sogar mal ganz gut geschossen hat, aber jetzt dann direkt 0 von 6. Boah, der war schwer. Ich gucke Lonzo so gerne zu, Mann. Der spielt einfach richtig. Der spielt harte Defense, der sucht vorne seine Mitspieler. Das ist einfach nice, wie er spielt. Er hat kaum Ego. Richtig krass. Ja, also jetzt kann ich das ja genauso sagen, wie ich es auch neulich gesagt habe, weil Leute gefragt haben, wieso machst du nicht mehr Spiel-Highlight-Reactions? Ich finde es richtig schwer, ein Feeling für das Game zu bekommen, wenn man das so macht. Guck mal, steht jetzt 29 zu 19. Ja, klar, es sind ein bisschen mehr Bulls-Highlights, aber du bekommst nicht wirklich was mit so vom Spiel. Und ich finde es dann tatsächlich immer leichter, auf die individuellen Spieler-Highlights zu reagieren, als jetzt hier auf ein ganzes Game. Aber okay, also 33-23 und sie scoren jetzt hier wahrscheinlich nochmal mit... Oh, der war nice von AD. AD ejected übrigens. Mal gucken, ob wir das gleich sehen. Oh, ist das beautiful. Was ein wunderschöner Move hier. Schau mal, diese vielen Pumpfakes hier. Und dann geht er hoch. Krass. Wunderschön. Okay, wir bleiben drauf. Oh, good pass. Ja, da hat jemand gepennt. Wahrscheinlich mein Boy, Dosunmu. Hier ist gerade ein ganz guter Lakers-Run wohl. THT sieht richtig gut aus in dem Game. Ich habe das Gefühl, die Bulls haben halt einfach viel mehr Waffen. Guter Block. Aber trotzdem, sie haben halt einfach viel mehr Waffen. Dieses Lineup mit LaVine, DeRozan und Ball, da ist schon sehr, sehr viel Feuerkraft da. Gute D.
DeRozan ist aus Compton, ne? Ich glaube schon. Oh. Alter, was nimmt Zach für Dreier die ganze Zeit? Ist einfach richtig schöner Basketball von den Bulls, finde ich. Das war mal wieder gut gespielt. Aber jetzt kommt gleich das dritte Viertel und da wurden sie komplett auseinandergenommen, dann die Lakers. 18 Punkte, schau mal, Westbrook echt ein gutes Game eigentlich, vor allem aus dem Feld. Wieder Levine war das. Alter, wie viel Dreier hatte denn Zach überhaupt? Dass DeRozan mal Dreier wirft, das hätte ich auch nie gedacht. Oh. Das war nicht mal schlechte Defense, das war einfach, wie sie gesagt haben, gut positioniert von Melo. Schau mal, Lonzo ist hier eigentlich dran, aber Melo schaltet schneller und positioniert sich gut. Wir können uns gleich mal die Ejection von Anthony Davis angucken. Ich glaube, die ist Mitte, Ende des dritten Viertels gewesen. Wir achten einfach mal drauf, sobald AD nicht mehr drin ist, wird er wahrscheinlich ejected sein und halt nicht auf der Bank zu sehen ist. Aber jetzt im Moment ist er noch drin. Oh, das sah aus wie... War das kein Doppeldribbling? Wahrscheinlich hatte er keine Kontrolle, oder? Ja, er hatte keine Kontrolle, okay. Boah, ist das tough. Bankshot ins Gesicht. Warte, was für ein Run war das? 9-0 Run. Okay, haben sie gepennt, aber ist den Bulls auch schon passiert. Also bisher ist es gar nicht so die krasse Machtdemonstration oder Blowout. Aber es könnte jetzt so langsam anfangen. Plus 15 haben wir jetzt. AD ist immer noch drin. Boah, Digga. Er braucht halt fast gar keinen Lift, ne? Also beziehungsweise kaum Platz für diesen Lift, den er hat. Das ist schon nice. Schau mal, das ist ja relativ eng hier und dann macht er einen Schritt und kann trotzdem so hoch gehen. Ja, okay, jetzt werden sie auseinandergenommen. Jetzt ist plus 17. Ey, die müsste doch mit Bradley eigentlich machen, was er will. Digga, wie schön ist sein Game. Es gibt Spieler, deren Game ist einfach schön und DeRozan gehört das safe dazu. Okay, jetzt ist die Bench-Unit drin und trotzdem werden die Lakers hierher gezockt. Alter, DeRozan-Maschine in dem Game. So, und ich glaube, hier war die Ejection. Lass mal jetzt die Ejection gucken. Genau, also wir waren in unserem Video jetzt gerade bei 2 Minuten 14 im dritten Viertel und die Ejection war bei 2:25, also quasi im Angriff davor. So, wir haben AD und er verliert hier aus welchem Grund auch immer seinen Schuh. Ich weiß nicht wirklich warum. Vielleicht ist ihm jemand draufgestiegen. Ich sehe es nicht wirklich. So, alles ganz normal. Jetzt zieht AD den Schuh wieder an. So, und der Ref gibt in dem Moment aber schon den Ball frei. Und jetzt muss AD was richtig Krasses gesagt haben, weil normalerweise, oder er hatte davor schon einen Tee. Wahrscheinlich hatte er davor schon einen Tee, weil es würde mich sehr wundern, wenn er jetzt für die eine Sache da direkt rausgeflogen ist. So, LeBron kommt auch aufs Feld. Westbrook versucht auch irgendwas zu regeln. So. Ja, also
Mich wundert's sehr. Ich finde jetzt nicht, dass es eine ungeschriebene Regel ist, dass der Ref auf keinen Fall den Ball freigeben darf, solange der Spieler nicht seinen Schuh wieder angezogen hat. Auf der anderen Seite ist es Anthony Davis. Wir sind bei den Lakers zu Hause. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, dass der Ref dann den Ball freigibt. Und je nachdem, was AD halt jetzt gesagt hat, rechtfertigt es dann entweder den Rauswurf oder nicht. Aber so oder so ein bisschen komisches Play von dem Referee, meiner Meinung nach. Aber lass uns zurückgehen. Wir haben einen 31-13 Run. Holy shit. 31-13. Schöner Block. Ja, okay. Und jetzt ist plus 23. Und ich glaube, im vierten Viertel geht nicht mehr viel. Also wir müssen mal gucken, ob da letztendlich nur Garbage Time. Schöner Cross. Wow. Ja, aber wirklich, what a show. Krasser Crossover. Und seht ihr das, wie er sich den Ball richtig weit vorwirft? Also guck mal nach dem Crossover, wie weit er den Ball nach vorne... Hier, so, jetzt kommt das nächste Dribbling und er wirft ihn dahin, so damit er einfach eine Menge Fahrt aufnehmen kann. Das ist richtig schlau gemacht von ihm. Und dann ganz weit vor und dann... Krass. Sehr, sehr geiler Move von DeRozan. So, und wie gesagt, wir gucken jetzt mal ein bisschen. Also DeRozan ist hier gerade noch im Game. Wir schauen mal, ob es jetzt dann sehr in Garbage Time abdriftet. Dann machen wir vielleicht auch schon vorher Schluss. Aber im Moment haben wir noch Lonzo und DeRozan auf dem Feld. Und Westbrook und Melo. Also im Moment bleiben wir noch drauf. Ellie? Nee? THT hat so krass lange Arme, ne? Bei ihm ist auch nie das Gefühl, dass er krass stopfen kann. Aber der Typ muss quasi gar nicht springen. Okay, Lonzo. Ich freue mich immer, wenn Lonzo gut gegen die Lakers spielt. Plus 20. Komm, take it, Lonzo. Ja, natürlich. Krass. Plus 23. Oh, THT wieder. Ja. Bulls nehmen sie hier schon gut auseinander und Lakers Defense in dem... Ey, die ganzen Lakers-Fans von damals denken sich, hä, seit wann kann der Junge Dreier schießen? Aber Lonzo ist echt so ein guter 3&D-Spieler geworden. Und noch viel mehr. Natürlich auch ein super Aufbau. Ah, schade. Ja, ich wundere mich auch ein bisschen, dass die ganzen Starter hier noch so lange auf dem Feld sind. Es ist plus 26, 3 Minuten vor Ende. Jetzt sind die Starter raus. Ja, soll überhaupt kein Disrespect sein, aber das Video geht sowieso schon länger als normalerweise und Garbage Time hat halt nun mal selten was mit kompetitivem Basketball zu tun. Deswegen glaube ich, ist es in Ordnung, wenn wir hier die letzten 2-3 Minuten uns nicht mehr reinziehen. Ich bleibe bei meinem Statement vom Anfang. Zum einen, ich mache mir bei den Lakers noch nicht die riesen Sorgen, einfach aufgrund ihrer Zusammenstellung und ihres Alters. Da war das irgendwie vorprogrammiert, dass es in der regulären Saison schwierig laufen kann. Ich würde mir auf jeden Fall einen aggressiveren Anthony Davis wünschen, aber ich glaube, das tun alle Lakers-Fans und ich wünsche mir natürlich auch, dass LeBron schnell zurückkommt, aber lasst uns eher in Richtung Playoffs gucken. Davor will ich jetzt gar nicht so sehr die Lupe bei den Lakers ansetzen, weil ich finde, es bringt nicht wirklich was. Wo es hingegen echt was bringt und auch Spaß macht hinzugucken, sind die Chicago Bulls, sind die Washington Wizards, diese jungen Teams, die keiner so wirklich auf dem Zettel hatte und die sich aber relativ weit oben positionieren oder die Warriors, wo man auch nicht gedacht hat, dass sie so stark starten würden in die Season. Die Bulls machen einfach Bock anzugucken und ich freue mich für die Bulls Fans, dass sie nach all den Jahren Struggle endlich mal ein gutes, kompetitives Team haben, das Spaß macht, das Energie bringt und das auch weit in den Playoffs kommen könnte. Das war es jetzt erstmal von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.